So, kriegen wir die jetzt auf? Ne, die ist aber auch von... Ist sie vernagelt? Ne, die ist so offen. Ist einfach so nochmal verschlossen wahrscheinlich. Da ist eine Batterie. Sehr schön. Wie viel haben wir jetzt? 6 von 10. Wieso können wir nur 10 Batterien mitnehmen? Ich habe ja auch noch irgendwo welche rumliegen. Ja, da hinten liegen noch ein paar Batterien. Werden uns hier aber nichts bringen. Oh, das klappt. So, sonst irgendwas von Interesse hier. Was ist auf den Wartungsmonitoren zu sehen? Überall das Gleiche. Und hier hinten sieht es eigentlich auch, ich nenne es mal, sicher aus. Okay. Da sollen wir in die Duschen. In die Duschen mit den zwei Eierköppen. Ich gehe erstmal hier lang. Auch wenn es hier wesentlich dunkler ist. Das war doch... Der kommt aber nicht, oder? Das war doch der Dicke. Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn er nicht das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Oh. Interessante Einschätzung. Der kommt jetzt aber nicht, ne? Hier ist zu. Da ist auch wieder Blut. Was haben wir denn hier? Schlüsselkarte für die Duschen. Hier ist überall zu. Der Ausgang. Ich habe Angst, dass... Können wir eigentlich machen, ne? Wir sind ja hier, wir haben ja die Karte. Okay. Wir brauchen also eine Sicherheitskarte für die Duschen. Interessant, hier liegt einer. Was jetzt nicht gerade so ungewöhnlich ist hier in diesem Komplex. Okay, die Duschen. Yeah, die Duschen. Entkomme durch die Duschen und knallen wir doch nicht sonst Gesicht. Okay, da unten ist gerade einer verschwunden. Scheiße. Ich muss da mal durch. Aua, fuck. Hä? Ach die, ach so. Iepel und Schniepel erwischen uns sofort, oder was? Na, großartig. Wo bin ich denn jetzt? Ach, duschen. Entkomme durch die Duschen. Aber wie? Ich wollte eigentlich an dem vorbeirennen. Ah. Mein Gott, he vanished. Vanished without trace. I detect sarcasm. He wants my attention. He thinks we're assholes. Or stupid. Let's pull him in and slit his belly open. Wait. Just a moment. Sind die jetzt noch da? Ach, ich kann mich jetzt hier auch einfach
Langhangeln. Das Fenster war offen. Ist hier vielleicht noch eins offen? Das nicht. Dieses ist offen. Und das ist das letzte. Was war das denn? Guck mal. Mit einer Hand, einhändig. Okay, ich hoffe, wir sind hinter ihnen. Huh, ist hier irgendwas? Da geht's weiter, tatsächlich. Hier aber auch. Ist das? Was ist denn das? Eine Luftschleuse. Also, sondern Dekontaminierungsschleuse. Ich hoffe, die beiden sind und bleiben vor allem dahin in dem Gang. Kommen nicht hier wieder raus. Oh, nee. Ach man, ich dachte, das ist eine Batterie. Oh, was haben wir denn hier? Das ist doch die Aktivierung für die Luftschleuse. Genau, dann gucke ich mich aber erstmal ein bisschen um. Weil ich befürchte, dass irgendwas davon getriggert wird. Oder ich bin total dumm und... Ist das nicht der Raum, wo wir waren? Doch, klar. Ach, hier ist... Das ist die Sicherheitsschleuse. Hier haben wir noch Batterien. Hätten wir flüchten müssen jetzt, hätte ich die bestimmt übersehen. Also, gar nicht mal so verkehrt, dass wir uns erstmal ein bisschen umgucken, bevor wir auf den Knopf hauen. Eigentlich entgegen der menschlichen Einstellung, ne? So schnell wie möglich machen. So, von da kamen wir. Ich gucke jetzt aber noch einmal hier. Zu... Okay, was haben wir denn hier außer viel Matsche? Ein... Wisst ihr was? Das kriegt er jetzt in Nahaufnahme. Ein Toilettenstuhl. Boah, der Kater schleicht mir um die Beine. Mann! Hast du irgendwas Interessantes? Er hat nichts Interessantes. Hier ist auch nichts, ne? Nee. Ah, doch, guck mal hier. J. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke, klingt deutsch. Auftragnehmer Nummer 148616 von Murkoff Psychiatric Systems. Keine lebenden Anverwandten. Staat Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktennummer 8732, Ort Colorado. Gemeinde oder Stadt Mount Meth Preserve. Irgendwie komme ich bei diesen ganzen Worten immer so ein bisschen ins... Naja. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke, Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate, Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländischer Herkunft, 55 Jahre ausländischer Herkunft, Geschlecht männlich, Farbe, Rasse weiß, sagt man da nicht kaukasisch oder so, naja, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, bitte angeben, ledig, Geburtsdatum 20. Oktober 18, Geburtsort Deutschland, sag ich doch, klingt deutsch, Datum des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. 4.11 Uhr? 4.11 Uhr? Hat das was zu sagen? Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende. Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Okay, 4.11 Uhr, warum sagt mir das was?
Müssen wir denn jetzt... Achso, hier lang. Okay. Nun gut. Dann werden wir jetzt gleich mal auf den Knopf der Sicherheitsschleuse hauen. Und diese dann auch betreten. Der ist da. Die Schleuse ist da. Okay. Fuck. Wow, 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 wow. Alter. Die kommen aber nicht. Der kommt jetzt aber nicht hinterher, oder? Das ist der dicke Sicherheitstyp. Scheiße. Ich würde echt gerne lieber erstmal gucken. Der Kater schreit, gerade jetzt. Wie komme ich denn da? Wow. Das ist doch so ein Spülkes. Fuck. Nein! Oh, Alter. Neues Ziel. Finde einen anderen Weg in die Duschen. Na, großartig. Wieso ist denn jetzt so dunkel hier? Das ist auf dem Leichenberg. Na, ganz toll. Erstmal gucken, wo wir hier überhaupt sind. Da vorbei. Habe ich doch nie im Leben vorbei und ich weiß nicht, ob die das Piepen hören. Ich lade nach. Da steht er. Geht er noch weiter? Ne, Mist. Mist, Mist, Mist. Okay, warte, ich probiere mal was. Gehst du wohl runter? Geht da lang. Oh, hier ist eine Treppe. Komme ich nicht runter durch? Na, großartigst. Steht da. Fuck. Wieso hat er uns gesehen? Er geht zurück. Er geht zurück. Okay. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, wir müssen über diese Treppe rüber. Er ist gerade unten. Alter, die Batterien werden doch nie im Leben reichen.
Psst. Alter. Im Leben nicht. Scheiße. Fuck. Kommt der von vorne? Hat er so eine Olle? Ach, der hat jetzt da hinten die Tür aufgehauen.